Hallöchen, Hallöchen, die Kitty hier, eure Handarbeitstrolli. Wir müssen uns beeilen, restliche Tagessaal nicht nutzen. Ich hab Post gekriegt. Guck mal, wie süß. Ich hoffe jetzt mal, dass das meine Etsy-Bestellung ist. Ja, mega süß eingepackt. Putze ich. Ja. Wenn nicht, keine Ahnung, lasse ich mich jetzt überraschen. Wie geht's euch? Alles gut? Ach, ich muss das Blaue aufrupfen. Das ist ja schade. Okay, gut. Herr Doktor, wir müssen einen großen Schnitt setzen. Ja. So, jetzt bestenfalls nicht die Adresse zeigen. Robert? Ich hab's gleich. So, und noch mehr Kleber. Hi. Halt das, oder? Tut mir leid, dass ich die Verpackung jetzt abrupfen musste. Aber mega süß. Freut mich sehr. Ja. Ja. Verpackung und ich, wir sind Freunde. Ich, ja. So, noch mal kurzen Blick. Kurzen Blick, ob irgendwo eine Adresse drin ist. Nee. Gut, also. Unterscheidend meine Etsy-Bestellung zu sein. Wir werfen einen Blick. Ich habe hier, was immer wieder sehr schön ist, Papierwaben. Sehr cool. Kannst ein Kunstwerk draus machen. Mel, brauchst du sowas? Möchtest du sowas haben? Wenn ja, hebe ich es auf für dich. Gar kein Problem. Nee. Ich sehe, was meine Hüfte erfreut. Ein Keks. Freuen wir uns einen Keks. Und ein Schokololli. Lecker, lecker, lecker. Was ist das? Ist das Karamell? Toffee, Toffee. Wie der Toffee. Hatte ich noch nicht. Okay. Das ist ja geil. Scharf. Aber dann scharf. Ja, das wussten wir schon. Der ist ja auch putzig. Guck mal, der Aufkleber. Wieso drehe ich immer alles um, obwohl ich weiß, dass da nichts ist? Ein Froschen. Ein Froschen mit Sternchen. So. Und jetzt ja, haben wir Papier. Ich habe Papier bestellt. Ja, schön. Also beglückwünsche mich. Ich habe Papier bestellt. Tschüss. Nein. Nein. Oder kann ich das abmachen? Um das noch so ein bisschen. Ich bin über eine Instagram-Werbung gestolpert und dachte, schauen wir mal. Und zwar habe ich mir Coverminer bestellt. Viele, viele verschiedene. Und wir starten quasi mit Bling Bling. Mit Bling Bling. Und zwar folgenden. Ping. Bestimmt doch stark genug, um das als Brosche. Ja, doch. Kannst du so ja als Brosche nutzen. Und wie wunderschön passend zu heute, ne? Ja, dachte ich mal, ist was anderes. So, als Coverminder. Mit ein bisschen Bling Bling halt. Shop verlinke ich dir selbstverständlich unten noch. Hier sind schon ein paar aneinander. Hobby. Also, wir sehen schon mal sehr gut eingepackt und wir gucken. Ja, wegen dem habe ich eigentlich bestellt.
Na gut, und wegen einem anderen. Aber sie war eigentlich Hauptgrund. Und zwar, gucke da, Wednesday Addams. Wenn ich das mal frei übersetzen darf. Ich hasse dich nicht, aber ich bin auch nicht sonderlich erfreut über deine Existenz. Ja, wenn es der... Oh, der ist stark. Oh. Warte mal. Ja. Das war nämlich eigentlich der Grund, den wollte ich als Needleminder, weil der nämlich schön gerade ist, wollte ich als Needleminder nutzen. Sehr, sehr schön. Ja, die Addams Family. Ja. Man liebt sie oder man hasst sie. Ich liebe die Addams Family. Und Wednesday ist eigentlich so. Also ich finde, ist der kurze Charakter. Welches ist euer Lieblingscharakter? Lasst es mich wissen. Ah ja, und einmal nochmal bling bling habe ich nochmal. Ja. Diesmal in Farbe Kristall Regenbogenpups. Krass, war. Da könnte ich mir auch gut das Kit von Dreamer Design vorstellen, mit der Snow Queen, Schneekönigin. Ja, ja. Ihr kennt mein aktuelles VIP von Karat Art. Ich dachte, irgendwie passt das dann so. Ist er nicht süß? Das ist auch wieder so ein großer Magnet, heißt bei denen auch wieder als Needleminder zu nutzen. Ja, das hatten wir letztens gerade auf dem Discord eine kleine, ein kleines Gespräch hatte ich mit der Ramona von Ramonas Kreativfeld übrigens. Wenn ich an alle denke, verlinke ich es unten, ansonsten werdet ihr mich bestimmt erinnern. Nämlich perfekt, unperfekt zu sein. Perfectly imperfect. Hatte ich vor dem Gespräch tatsächlich schon bestellt. Nur habe ich eine Erinnerung. Dazu. Und einen haben wir noch. Ach ja. Ein kleinen Bubble Tea Dino.
Auch wieder mit großem Magnet. Das freut mich. Die flachen sind natürlich echt schön, dass du die sowohl für Diamond Painting nutzen kannst, die Folie zurückzuhalten, als auch, dass du die als Needleminder für dein Stickprojekt nutzen kannst. Ja. Soweit ich mich recht erinnere, der Shop heißt Sparkling Cute. Sollte ich mich irren, schreibe ich es dir natürlich hier nochmal rein. Viele, viele schöne Sachen, verschiedene Arten. Sehr süß. Und hier noch mehr süß und so. Ja, auch sehr erschwinglich. Und wenn man dann noch hier so kleine Goodies erfreuen immer das Herz. Ich freue mich jedenfalls. Und der kommt zu Mopsi im Regen, selbstverständlich. Und wie gesagt, da hatte ich tatsächlich. Upsala, oh, guck mal. Ach je. da hatte ich wirklich den Gedanken dahinter, das an die Snow Queen dann zu machen. Ja. Und hier bei den Flachen als Needleminder dann noch zu nutzen. Ja, schön. Ich freue mich. Schaut da vorbei. Los. Und jetzt gesund bleiben. Fröhlich bleiben. Hörnchen aufrecht. Tschüss.